Nur eine kleine Zusammenfassung zum Stream. Soundkarte, ich habe sie jetzt erfolgreich repariert. Im Stream habe ich angefangen, hier Elkos zu tauschen. Ausgemessen und. Ich hatte hier die Spitzen auf der Spannungsversorgung für 5 Volt Eingang. Aber das war nicht der Fehler. Der Fehler... Der Fehler waren diese zwei Transistoren oder MOSFETs, was das sind. Die habe ich jetzt vom ein Mainboard runter gelötet, hier rauf gelötet, und sie ist wieder ruhig, kein Pfeifen, nichts drauf. Ein wirklich minimales Rauschen, was ich wirklich nur mit einem guten Kopfhörer ganz leicht höre. Mehr ist es nicht. Das war der Fehler. Nicht das IC, nicht kein Elko, nix. Nur zur Info, hier oben sitzen Bipolar-Transistoren drauf. Ich habe wieder die originalen reingelötet, auch wenn die von der Werte her nicht mehr so schön sind. Nur wenn ich da jetzt direkte Elkos reinlöte mit Plus Minus, habe ich ein Leuch oder ein stärkeres Rauschen drauf. Aber jetzt funktioniert sie wieder. Und das war es eigentlich gewesen. Den Rest könnt ihr euch dann im Stream anschauen, was ich da alles gemacht habe, was ich gemessen habe. Verlinke ich dann oben im Video. Okay, danke. Tschüssi.